In diesem Jahr hat sich so einiges um Sie gedreht, unsere Erde. In gleich mehreren Konferenzen ging es um Ihren Schutz. Und damit hallo zum Jahresrückblick aus dem Wissenschaftsressort zum Thema Klima- und Artenschutz. Die wohl wichtigste Konferenz fand im ägyptischen Sharm el-Sheikh statt, die UN-Klimakonferenz. Über das Ergebnis berichtet Daniel Hechler. Alle Reden sind gehalten, die Verhandlungen vorbei. Der Weltklimagipfel in Sharm el-Sheikh ist Geschichte. Nach einer Marathonsitzung bis ins Morgengrauen. Um kurz vor 6 Uhr fiel der Hammer. No objections, it is so decided. Ein Abschluss immerhin, wenn auch kein großer Wurf, wie viele Delegierte meinen. Außenministerin Baerbock zeigt sich dennoch nicht ganz unzufrieden. Dass diese COP alles andere als einfach wird, das war von Anfang an klar. Beim Ergebnis liegen Hoffnung und Frustration nah beieinander. Bis tief in die Nacht wurde um jede Formulierung zäh gerungen. Die wichtigsten Eckpunkte der Einigung: Ein Fonds für Klimaschäden in armen Ländern wird eingerichtet. Wer wie viel und wann einzahlt, bleibt offen. Die nationalen Klimaschutzpläne sollen nachgebessert werden, allerdings ohne strenge Kontrollen und Sanktionen. Kein Wort zum Ausstieg aus Öl und Gas. Ein Erfolg von China und den Golfstaaten, der Klimaaktivisten fassungslos zurücklässt. Es ist unfassbar, wie Ölländer wie Saudi-Arabien hier einen internationalen UN-Prozess wirklich in die Zwangsjacke nehmen können und damit verhindern, dass hier wirklich ein Durchbruch und ein klares Signal kommt für die Menschen der Welt. Die Erwartungen an den Gipfel waren hoch gesteckt, der Handlungsdruck enorm. Umso bitterer das Fazit heute. Wir haben richtig hart gekämpft als Aktivistin, als Zivilgesellschaft aus der ganzen Welt. Und dennoch stehen wir jetzt vor einem Ergebnis, das man als Farce bezeichnen muss. Nach einer Nacht mit wenig Schlaf geht es nun schon an die Umsetzung der Beschlüsse. Und da bleibt viel zu tun. Das Einhalten des 1,5-Grad-Ziels ist für Klimaschützer immer noch wichtig. Auch für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, wie zum Beispiel Hans-Otto Pörtner. Er ist Klimaforscher und Mitautor der Berichte des Weltklimarates. Er war fast die ganze Zeit in Ägypten dabei. Im Interview mit Tagesschau 24 sagte er nach der Konferenz, dass er als Wissenschaftler enttäuscht sei und ihm der Beschluss nicht ausreiche. Es werden so Schlupflöcher eingebaut, die es in den nächsten Jahren schwierig machen. Und dadurch verzögert sich wieder alles. Und die große Frage, die sich hier stellt, ist eben, schaffen wir es, das Tempo so anzuziehen, dass wir 1,5 Grad noch erreichen? Mit den aktuellen Bemühungen schaffen wir das nicht. Auch Stefan Rahmsdorf vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung zeigt sich enttäuscht von dem Ergebnis. Er bemängelt den Stillstand und fordert Konsequenzen. Also das Ergebnis ist natürlich sehr enttäuschend, weil es wirklich schlimme Folgen für die Menschheit insgesamt haben wird, wenn wir nicht deutlich schneller jetzt die Emissionen mindern. Und das ist ja eben leider nicht beschlossen worden. Und das ist nicht beschlossen worden wegen eines Geburtsfehlers dieser UN-Klimagipfel, nämlich, dass nur einstimmig Beschlüsse gefasst werden können, sodass jeder Staat, auch ein einzelner Ölstaat zum Beispiel, immer eine Einigung verhindern kann. Und dadurch gibt es zwangsläufig immer nur einen Minimalkonsens. Und es ist ein Wunder, dass dabei so etwas wie das Pariser Abkommen herausgekommen ist, was ja schon ein Riesenerfolg war. Aber jetzt kommt es eben wirklich auf die Umsetzung der Paris-Ziele an. Fast hätte es ja das 1,5-Grad-Ziel nicht einmal mehr in dieses Abschlusspapier geschafft. Jetzt stehen die 1,5 Grad noch mal wieder drin. Wie wichtig ist das denn und wie erreichbar vor allen Dingen sind denn diese 1,5 Grad aus Ihrer Sicht heute noch? Aus naturwissenschaftlicher Sicht und technologisch sind die 1,5 Grad noch erreichbar. Aber wie man eben in Sharm el-Sheikh sieht, der politische Wille dafür ist einfach nicht da, sodass, wenn man eine Prognose machen würde, würde ich sagen, wir werden das 1,5-Grad-Ziel höchstwahrscheinlich reißen. Aber nicht, weil es unmöglich wäre, sondern weil die Politik es nicht mit der entsprechenden notwendigen Priorität verfolgt. Man müsste es zu der Nummer-1-Priorität machen, wie in einem Verteidigungsfall zum Beispiel, wo einfach andere Dinge zurückstehen müssen, weil uns sonst eine Katastrophe von planetarem Ausmaß droht.
Und kurz nach der Klimakonferenz versammelten sich Vertreterinnen und Vertreter aus fast 200 Staaten im kanadischen Montreal zur UN-Artenschutzkonferenz. Auch hier wurde fast zwei Wochen verhandelt. Marion Schmickler mit dem Ergebnis. Um 3 Uhr nachts fällt die lang ersehnte Entscheidung. Einige afrikanische Staaten melden zwar Bedenken an, aber der chinesische Konferenzleiter schafft kurzerhand Fakten und spricht damit vielen aus dem Herzen, die nach der langen Nacht ein Ergebnis wollen. Dies ist ein historischer Moment. Wir sind fast am Ende einer Reise angekommen, die die ganze Welt betrifft. Jetzt haben wir unser Ziel erreicht. Der Druck auf die Delegierten aus fast 200 Ländern war hoch. 1 Million Arten sind weltweit vom Aussterben bedroht. Die wichtigsten Ziele des Artenschutzabkommens, 30% aller Land- und Wasserflächen sollen bis 2030 als Schutzgebiete ausgewiesen werden. Mehr Geld für ärmere Länder, die oft große Artenvielfalt haben, 20 Milliarden Dollar im Jahr. Und weniger Pestizide. Die Gefährdung für Menschen soll halbiert werden. Ich bin sehr, sehr erleichtert, dass dieses Abkommen heute beschlossen werden konnte. Nach 4-jähriger Arbeit, nach hartem Ringen, wurde ein Schutzschirm für unsere Natur, auch für uns Menschen selber natürlich, aufgespannt. Und es wurden klare Ziele vereinbart. Umweltschützer hatten auf noch mehr Vorgaben und konkrete Zahlen gehofft. Dennoch, für viele ist der Kompromiss ein Durchbruch und ein klares Bekenntnis zum Naturschutz. Für uns beobachtet seit Jahren Werner Eckert alles, was sich im Klima- und Artenschutz tut oder eben auch nicht tut. Er ist der Leiter der Umweltredaktion beim SWR in Mainz. Hallo, Herr Eckert. Hallo, Grüße von Martini. Herr Eckert, wie erfolgreich war das Jahr 2022 für den Klima- und den Artenschutz? Also, wenn man das politisch sieht, dann ist das eine gemischte Bilanz. Wenn man es faktisch sieht, ist es eine Katastrophe. Wir sind weder beim Klima noch beim Artenschutz vorangekommen. Im Gegenteil, eine von 8 Arten ist gefährdet, akut gefährdet auf dieser Welt. Und beim Klimaschutz haben wir sogar eine Verschlechterung der Situation in diesem Jahr gehabt. Das gilt sowohl für die weltweiten Zahlen, wo wieder deutlich mehr CO2 emittiert worden ist. Aber es gilt auch für Deutschland, wo wir jetzt nicht mal mehr im Energiesektor unsere Klimaschutzziele einhalten. Dank der gestiegenen Kohleverbrennung reißt auch dieser Sektor mittlerweile alle Klimaschutzziele. Die CO2-Belastung der Atmosphäre ist angestiegen und nicht zurückgegangen. Also das sind die Fakten. Politisch haben wir aber immerhin beim Artenschutz ja ein Abkommen erhalten, was zwar nicht so rechtlich bindend ist wie das Klimaschutzabkommen, das aber zumindest Ziele nennt. Also da würde ich einen politischen Erfolg sehen. Das ist beim Klimaschutz ein bisschen anders, weil man zwar einen Einstieg hat in die Entschädigung für Schäden und Verluste weltweit. Das ist sicherlich eine sehr gute Geschichte, die in den kommenden Jahren sich auszahlen wird. Aber man hat in diesem Jahr tatsächlich keine neuen Klimaschutzzusagen weltweit, keine nennenswerten eingesammelt. Und das ist kein gutes Zeichen. Aber wie schwer ist es denn überhaupt, sich auf solchen Konferenzen wirklich zu einigen? Weil die Welt ist ja, wie wir sehen, wirklich zerstritten. Wie schwer ist es da? Ich glaube, das ist das Beachtliche in diesem Jahr, dass man trotz dieser Differenzen, die es weltweit gibt und trotz der Krisen, die da herrschen, der Konflikte, dass man es geschafft hat, zumindest diesen politischen Rahmen bei diesen globalen Umweltproblemen aufrecht zu erhalten. Also es hat einen Abschluss gegeben bei der Klimakonferenz. Das war nicht selbstverständlich in diesen Zeiten. Es hat keiner widersprochen, als man das Abschlusspapier in Sharm el-Sheikh beschlossen hat. Und es hat schon ganz und gar und sogar einen beachtlichen Abschluss bei der Artenschutzkonferenz jetzt jüngst gegeben. Das bedeutet, man hat die Befürchtungen, dass international gar nichts mehr geht, die haben sich nicht erfüllt. Im Gegenteil, da steht die Welt zusammen. Das entscheidende Defizit ist das Umsetzungsdefizit in den Ländern. Das heißt, der Schritt muss jetzt weitergehen. Aber geht eigentlich dieses Fenster für Einigung eben für diesen Schritt irgendwann zu? Das geht zu und das geht auch definiert zu. Man kann das ja sehen. Also bei den Arten haben wir ein Fenster von vielleicht noch 2-3 Jahrzehnten. Beim Klimaschutz haben wir in diesem Jahrzehnt im Grunde die Chance vertan,
die 1,5-Grad-Grenze einzuhalten. Und selbst wenn wir nur 2 Grad anstreben wollten, müssten wir vor der Hälfte oder vor der Mitte dieses Jahrhunderts tatsächlich faktisch aus den Fossilen 100% ausgestiegen sein. Das macht deutlich, ja, da schließt sich ein Fenster und zwar ziemlich schnell. Und mit Blick auf das Jahr 2023, vor welchen Herausforderungen stehen wir da? Wir stehen vor den Umsetzungsherausforderungen. Wir müssen international vorankommen. Die Staaten müssen neue Pläne auf den Tisch legen, wie sie Klima schützen wollen zum Beispiel und wie sie das, was bei der Artenschutzkonferenz jetzt beschlossen worden ist, dann auch umsetzen. Was heißt denn 30% Schutz? Das müssen wir jetzt ganz schnell auf dem Tisch haben. Und beim Klimaschutz eben eine Umsetzung. Es gibt Kooperationen zwischen reichen und armen Staaten. Das ist sehr ermutigend, wie man den Ärmeren aus den Fossilen raushelfen will. Aber wir müssen auch selbst weitergehen, in Deutschland mehr Schritte tun. Wir haben uns angewöhnt, sehr vieles zu betonen, was wir nicht wollen. Also wir sind uns einig, dass wir die Windräder nur bedingt neu zubauen wollen, um den Artenschutz auf der anderen Seite nicht zu gefährden, um das Landschaftsbild nicht zu gefährden. Da gibt es immer wieder Bedenken. Wir sind uns einig, dass wir eigentlich keine Atomkraftwerke mehr haben wollen, wegen der Risiken, die damit verbunden sind. Wir haben eine breite Mehrheit, die möchte kein CO2 einfangen und wegsperren. Da sind wir uns immer schnell einig. Wir sind uns leider gar nicht einig, wenn es darum geht, zu entscheiden, was wir denn wollen. Wir werden Energie brauchen und wir müssen akzeptieren, dass jede Form der Energieerzeugung auch Begleitschäden nach sich zieht. Und was in diesem Jahr dringend passieren muss, ist, dass wir einen gesellschaftlichen Konsens finden, was wir wollen und wo wir hinwollen. Das kann nur eine Energiewende sein, sagen ja praktisch alle Wissenschaftler. Und dann müssen wir diesen Weg am Ende des Tages auch gehen, auch wenn er weitere Probleme nach sich zieht. Das ist, glaube ich, das Entscheidende, um endlich auch bei der Umsetzung voranzukommen. Werner Eckert, vielen Dank. Und das war unser Jahresrückblick zum Thema Klima im Ressort Wissenschaften. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss und bis ganz bald.